Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Heute mit einer Premiere, einer Online-Premiere. Hier ist unser neuer Big Fred Deluxe von Bernhard. Ich sag's gleich, wir haben alles selber bezahlt, es ist nichts gesponsert. Ja, wie gesagt, er hat heute seine Online-Premiere. Gegrillt haben wir natürlich schon ein paar Mal drauf. Und heute machen wir Feigenhähnchen. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Ja, für unser Feigenhähnchen benötigen wir folgende Zutaten. Wir fangen an mit der Glasur. Da brauchen wir Aceto Balsamico, Honig, getrocknete Feigen, Schalotten und den Saft einer Limette. So muss ich das dann machen. Ja. So, und für die Hähnchenbrust, natürlich Hähnchenbrust. Genau. Ja, dann wird gewürzt mit Salz und Pfeffer. Genau. Dann brauchen wir noch Schinken. Der ist hier unten, also der schwelgt hier. Ja. Ja, unglaublich. Ja. Dann brauchen wir noch Olivenöl, das steht hier hinten. Genau. Dann noch frische Feigen. Korrekt, die sind hier vorne. Rucola-Blätter. Genau. Haben wir ja reichlich im Garten. Genau. Und Parmesan gehobelt. Ja. Ich glaube, dann haben wir alles. Dann haben wir alles und machen uns jetzt erstmal an die Glasur. Ich bereite nun schon mal die ganze Schnibbelei vor, beziehungsweise ich darf wieder die Schnibbelei übernehmen. Und zwar werden unsere Schalotten ganz klein gehackt. Selbiges passiert mit zwei Feigen. Ja, wenn ich damit fertig bin, geht es weiter. So, in einem Topf werden wir jetzt 60 ml Balsamico. Und meine Schnibbelarbeit. Ja, die getrockneten Feigen. Mengenangaben gibt es natürlich wie immer unten in der Infobox. Genau, es waren zwei getrocknete Feigen, die ich schon gesagt hatte, und zwei Schalotten. Gut. So, das Ganze erhitzen wir jetzt, ne? Genau, das muss einköcheln, also einmal aufkochen und dann bei geringer Hitze lassen wir das so lange einkochen, bis es so ein Sirup ist. Ungefähr 10 Minuten, denke ich, wird es dauern. Ja, und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt gießen wir unseren Limettensaft dazu. Das ist Saft von einer Limette, das war ungefähr ein Esslöffel. Und das bröselt auch hier. Ein Esslöffel Honig kommt dazu. Das werde ich jetzt unterrühren. Und danach streichen wir das Ganze durch ein Sieb. So, nun versuche ich das Ganze durch ein Sieb zu streichen. So, jetzt kann ich auch wieder halten. Ist okay. Das ist ein bisschen mühselige Arbeit, ne? Naja, aber es läuft was raus. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Ups, eingetunkt. Da unten drunter, ja, seht ihr. Das wird dann die fertige Glasur. Viel wird es nicht sein. Brauchen wir auch nicht. Es ist genau. Ja, wirklich nur für die Hähnchenbrust und für den Rucola. Hier schmaler ich jetzt noch ein bisschen weiter. Und dieses, was hier überbleibt, das kommt dann weg. Nun werden unsere Hähnchenbrüste vorbereitet. Frischhaltefolie, einmal drüber geschlagen. Und flach klopfen, sodass sie überall so einen Zentimeter haben. Ich denke, das passt schon so, oder? Ist noch zu viel. Das passt. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. So verfahre ich auch mit den anderen. Ja, und dann geht es hier an selbiger Stelle weiter. Nun geht es weiter.
Wir werden jetzt von beiden Seiten unsere Hähnchenbrust würzen. Einmal mit Salz. Hätte ich auch von der anderen Seite gleich mit Pfeffer machen können. Bei den anderen mache ich das dann. Gut, ich denke, das reicht. Und nun wird das gute Stück mit Parmaschinken umwickelt. So. Ja. Das ist für dich der Zipfel. Mm. So, und ich denke, das sollte dann reichen. Für den Grill bereiten wir das Ganze noch so vor, dass wir mit Olivenöl von beiden Seiten einstreichen. Aber das zeigen wir euch dann gleich, wenn wir mit den anderen fertig sind. Okay, dann sehen wir uns auch wieder. So, unsere Hähnchenbrüste sind jetzt vorbereitet. Werden jetzt ganz leicht mit Olivenöl bestrichen. Erstmal von einer Seite. Wenn wir nachher am Grill sind, dann nach dem ersten Wenden werde ich sie auch noch mal von der anderen Seite bestreichen. Ja, sieht schon gut aus. Genau, jetzt geht's weiter. Ja, unsere Feigen haben wir halbiert. Auch die kriegen einen leichten Anstrich von Olivenöl. Genau, auf die Schnittfläche. Ja. Von der Seite werden wir auch angrillen. Genau. Ich werde den Grill vorbereiten und dann geht's los an den neuen Big Fred. Ja, Freunde, wir sind jetzt am Big Fred Deluxe angelangt. Ich betone doch mal, wir haben nichts geschenkt bekommen. Wir haben alles aus eigener Tasche bezahlt. Ja, ist doch so. Muss ich doch mal sagen. Ja, komm, leg drauf. So. Jetzt gehen unsere Hähnchenbrüste mit der geölten Seite auf den Grill. Der ist ungefähr bei 195 Grad angelangt. So, der Deckel geht jetzt erstmal zu. Ich denke mal von jeder Seite so 3-4 Minuten allerhöchstens scharf angrillen. Dann wende ich die Dinger einmal. Die werden nochmal mit Öl bepinselt und dann gehen sie in die Ruhezone oben. Aber das vor erzählen, dem Wenden wird gepinselt, genau. Nee, nach dem Wenden. Einmal wenden und dann Öl rauf. Genau. Das meine ich doch. Nein, ja, ist schon klar. Okay, ist okay, alles gut, Leute. Wir melden uns gleich, bis ich die Differenzen hier ausgeräumt habe. Ihr Lieben, wir haben das Ganze ausdiskutiert. Erst wird gepinselt, dann gewendet. So, und damit mache ich jetzt weiter. Ja, man kann auch ein bisschen klug scheißen. Ne? Ja, das muss ich jetzt machen. Ja, hier ist uns leider der Schicken so ein bisschen am Grill rosthaften geblieben, aber... Genau, komm, es reicht und wende, ja, bevor hier alles in Flammen aufgeht. Ja. Vorsicht wenden. So, jetzt. Wow. So, Klappe geht jetzt zu. Und dann melden wir uns gleich wieder. Die Hähnchenbrüste haben wir jetzt in den oberen Bereich gepackt. Gelegt, genau. Gelegt. Da dürfen sie gar ziehen. Genau. Und in der Zeit haben wir auch schon unsere Feigenhälften draufgelegt. Die kriegen jetzt ein schönes Grillmuster. Circa 4 Minuten, denke ich mal. Ich werde sie nach 2 Minuten mal wenden. Ja, dann einmal umgedreht. Circa 2 bis 3 Minuten nochmal, damit sie warm bleiben. Und dann melden wir uns wieder. So, unsere Feigen sind jetzt auch soweit. Ich nehme das alles gleich runter vom Grill. Fleisch ist gut. Wir sehen uns gleich wieder zum Anrichten. So, jetzt kommt die Glasur noch über unsere fertigen Hähnchenbrüste. Und über die Feigen und über den Rucola. Halt dich überall hin. Genau, wie so ein Salatdressing. Hier auch das. Hier drüber. Zack.
Und ich denke, falls noch was fehlen sollte, am Salat oder sonst was, kann sich jeder noch nehmen. Den Parmesan haben wir drauf gestreut. Hier mache ich aber noch ein bisschen mehr. Zack. Und auch auf der anderen Seite vom Teller mache ich mehr. Zack, 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 zack. So. Und ich denke, wir können essen. Schönes Kochkanal. Wünsche guten Appetit beim Nachmachen. Ja, Freunde, kurzes Fazit. Wer die Kombination Frucht und Fleisch mag, also der sollte nicht an diesem Rezept vorbeigehen. Ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber vergesst die Glasur nicht. Die ist wirklich der Hammer und gibt dann nochmal zum Schluss den so richtig das gewisse Etwas. Hat's euch gefallen? Lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo freuen wir uns natürlich immer. Könnt ihr unten rechts machen. Ja, was bleibt mir zu sagen? Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und hoffen, dass ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Tschüss! Kühnes Kochkanal.